So, moin Leute, heute will ich euch das Simple Green Screening erklären, was ihr bestimmt aus den Nachrichten kennt, wo zum Beispiel ein Nachrichtensprecher nur vor einer grünen Wand steht und der Rest Computer animiert ist, wie diese ganzen Vorschauen da für die Nachrichten und so weiter. Sowas ähnliches werden wir halt machen, aber nur mit Intros und ein bisschen was anderem. Dazu importieren wir den Clip, den ich wieder hochladen werde, und ein Intro. Hier ist der Clip, das ist ein ganz normales Rechteck auf dem Boden. Das habe ich in Cinema 4D animiert, das ist nichts groß Besonderes. Und hier ist unser Intro, wozu ich auch ein Tutorial gemacht habe inzwischen. Ja, so, als erstes, damit wir das hier anpassen können, machen wir Rechtsklick auf unseren Greenscreen Clip, gehen auf Insert, Remove Envelope und fügen den Velocity hinzu. Und das ist so eine Geschwindigkeits-Timeline für den Clip. Da adden wir jetzt zwei Punkte und den zweiten davon setzen wir auf 0. Also wie nochmal kurz, hier Rechtsklick und Set to und da kommt eine kleine Dings und da gibt ihr einfach 0 ein. So, dann könnt ihr den ab da länger ziehen und von dort an verändert sich nichts mehr in diesem Clip. So, ziehen wir den hier bis zum Ende und haben den jetzt hier über unserem anderen Clip. Dann machen wir Rechtsklick, Video Event FX und gehen auf Sony Chroma Care. So, jetzt ist noch nichts passiert. Wenn unser unser Rechteck hier blau in der genau in dem Farbton wäre, dann würde schon was passiert sein, aber ich zeige euch, was da normalerweise passiert. Man klickt hier auf Pick a Color from Screen, also auf diese Pipette hier, und klickt auf das Grüne. So, und plötzlich ist dieses ganze Fenster da schwarz, beziehungsweise unser Clip ist drüber. So, hier könnt ihr mit diesen Sachen herumexperimentieren. Das ist immer, wie weit das jeweilige reicht. Hier seht ihr dann noch Unschärfe oder hier wird dann dieser kleine Schatten noch ein bisschen mit dazu genommen. Je nachdem, wie hoch man das alles einstellt. Aber wir werden hier bei hoher Grenzwert einfach nur 100 nehmen. So, und den Rest könnt ihr auf 0 lassen. Brauchen wir erstmal nicht. So, vom Prinzip her sind wir fertig, aber da das Ganze dann noch ein bisschen langweilig aussehen würde, können wir zum Beispiel auch noch dieses Intro ein bisschen 3D-mäßig machen, indem wir wieder unsere Ebene in eine 3D-Source-Alpha-Ebene verwandeln, genau. Und dann wieder auf das Track Motion gehen. Und dann spielt ihr ein bisschen damit rum und passt das ungefähr so an, wie dieses Rechteck dasteht. Das könnt ihr entweder per Augenmaß machen oder ganz normal. Also nee, nichts Besonderes müsst ihr da verwenden. So, ich mach das mal so ungefähr. Ist wieder jedem selbst überlassen, wie er es macht. So, und jetzt sieht das so ein bisschen mehr aus, als wäre das direkt auf der Wand. So, was man jetzt zum Beispiel auch noch machen kann, ist in dieses hier auf diesen Greenscreen-Clip so einen kleinen, ich sag mal, Blur zu machen, was ich euch beim letzten Mal erzählt habe, in dem Tutorial für dieses Intro, wo der an dem Punkt, wo dieses Rechteck auf den Boden kommt, könnte man das so ganz kurz machen, das hat auch immer was. So ein Effekt, so genau da wäre das dann. Hier würde man das dann hochstellen, vorher alles auf niedrig, das Grün mit an und dann wieder runter. Wenn ihr das Grün jetzt mit direkt anmachen würdet, würde es nur Motion Blur werden. Macht ihr es aus, habt ihr so verschiedene Farbtöne. Rot, da kommen wieder andere raus. Wenn ich jetzt Grün wieder anmache, kommt wieder so rotliches raus. Blau, kommt so lila. Rot und Grün, wieder so gelb-blau. So, wir wollen das jetzt aber so grün-lila-mäßig. So. Lassen wir das kurz durchrechnen. Und dann hatte man so einen kleinen Effekt drin. Man könnte jetzt auch noch so Erdbeben-Effekte reinmachen. Aber dazu müsste man dann halt auch immer die Plugins dafür haben. Also jetzt hier oben diesen kleinen Dings seht, das ist kein Problem. Das wird sich dann beim Rendern direkt hier abschneiden.
Also ist das nicht groß notwendig, dass ihr da irgendwas macht, um das wegzukriegen oder irgendwelche Panik schiebt. Könnt ihr hier jetzt noch die Größe von dem Clip verändern, dass das besser reinpasst. Beziehungsweise die Position ein bisschen. Ja, also so würde ich das jetzt machen. Und ich denke, da war nicht sehr viel zu erklären. Das Ganze funktioniert auch mit irgendwelchen Modern Warfare Clips. Wenn ihr den Himmel macht, müsst ihr natürlich immer öfters den Chroma Key hier hinzufügen und dann immer Pick Color und dann den Bild den Himmel auswählen und aufpassen, dass ihr keine Farben bei, auf dem Spieler mit auswählt und so. Das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter, aber das sind so die Basics dafür. Jo, das war's dann. Der Clip kommt jetzt nochmal, den ich gerade gemacht habe, und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bye.